Ja, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Oh, Goofy ist schon wieder betrunken am Steuer oder was? In der letzten Folge haben wir Hallo Bestchen mein zweites Mal abgeschlossen oder auch nicht, weil das kein Schlüsselloch. Aber okay, Level 35 und Level 36, wir sind Level 34. Gott verdammt. Hier ist was? Hier ist okay, egal. Wir haben Hallo Bestchen erledigt. Wir haben von den Plänen der Organisation 13 erfahren, dass sie wollen, dass Sora mit dem Schlüsselschwert alles platt macht. Herzlose. Natürlich nicht alles, aber und ja, die wollen Herzen sammeln und wissen wir aber noch nicht warum. Und wir wurden gerettet von Malefiz höchstwahrscheinlich und jemanden von der Organisation, der uns einen Karton mit Eis und ein Foto dagelassen hat. Das klingt so merkwürdig, wenn man nicht weiß, was passiert ist. Und ja, jetzt kommt der Moment in Kingdom Hearts 2, wo wir jede Welt noch mal besuchen müssen. Also nicht jede Welt, aber so gut wie jede Welt. Die dann komplett abschließen. Wir beginnen sozusagen Runde 2. So wird der Part heißen. Runde 2 beginnen. Und ja, wir besuchen erneut das Land der Drachen. Bam, ist die Welt von Mulan. Ich habe ja Glück und ich schaffe jede Welt in einem Part. Aber das wird, glaube ich, nicht möglich sein. Ich glaube, ich mache das so. Ich glaube, ich mache das echt so. Egal, wie lange der Part dauert. Ich glaube, ich werde jetzt jede Welt in einem Part reinpacken. Beim zweiten Mal dauern die, glaube ich, nicht so lange. Oh Mann. Mulan, hey, no time to talk. We gotta catch that guy. I'm following him too. Then let's go. Genau. Ah, Mulan, komm uns rein. Ich glaube ich will Goofy. Oder ich glaube ich will Donald. Ne, ich glaube ich will Goofy. So, wir haben die Limitform ordentlich hochgebaut. Ja, ich muss mal gucken, wie weit wir schon sind. So, ich muss mir wahrscheinlich wieder Abilitamin rein verfahren, ne? So, du hast nichts ausgerüstet. Gut. Goofy hat alle Sachen weg, weil er gestorben ist. Ja, natürlich so weit von klar. Kann ich den wieder alles ausrüsten? Die Abilities sind auch weg, ne? Ja. Na, was? Das andere brauche ich eigentlich nicht. Wie viele Dinger brauche ich denn hier für Deckungsbrecher? Was ist das? Ach ja, ich glaube, ich kenne den Angriff. Nee, der muss im Moment noch nicht sein. So, drei Dinger brauche ich. Wie viel habe ich? Letztes Mal hatte ich 11. So, jetzt können wir nicht nur sprinten, sondern auch eine Ausweichrolle machen. Boah, ich muss immer noch mit der 5. Ja, wir haben mit den Level aber voll aufgeholt. So, okay. Guck mal, Stitch einfach so. Die Dinger muss ich auch aufleveln. So, der hockt in unserem Bildschirm ein bisschen rum. Ich weiß nicht genau die Effekt von dem Kraftbolzen. Oh, geil. Aber Abilitamin. So, zack. Ein Fechterohrring. So, ha. Neue Sachen kaufen. So, Charmeur, also Feuerboost wäre gut für die weißen Farben. So, okay, gehen wir da rein. Machen die
Welt in einen Schlag weg. Aber ich glaube nicht, dass wir in einem Part schaffen. Es ist ja noch eine Menge. Ja, diese Cutscene, sie versteht dich. Ist doch klar, der da oben gegangen. Es gibt doch nur einen Weg hier. Oh, niemand. Mach mal Aloha. Oh, verdammt. Ahui, du hast doch der Abschluss von Dingens hier. Ja, okay, wir können, glaube ich, Kollege spielen. Wir hinterlassen die irgendwelche Kugeln. Oder Schaden anrichten. Ist sehr gut hier für irgend so ein Turnier hier. In der Unterwelt. Oh Gott. Welche Meisterform. Push das mal an. Die Meisterform aufnehmen können. So, jetzt kann man so eine Rolle machen. Geil, ey. Looks like he got away. Oh, how come you're after somebody from Organization 13? What is that? The guy in black. One of the bad guys. I knew it. There's a rumor in the Imperial City about a spy in black, lurking in the mountains. I'd been up here tracking him, but when you arrived, I lost him. Sorry. Don't apologize, but I do wonder where he went. Na oben. Doch an anderen Ort. Frau, Mann. Frau, die ehemals bekannt war als Mann. Mulan. Jetzt guck ich das an. Guck ich jetzt genau an, was passiert. Okay, first things first. Wir sind alle da. Okay, die gehen nach vorne, aber trotzdem. Hi. Das ist die Chain of Memories Kampfmusik. Hey, you! Organisation 13. Aber sind, wo sind die anderen alle? Jetzt mal ehrlich, wir liegen im mysteriösen Unbekannten. Oh mein Gott, das kennen wir doch. Was hast du in deiner Hand? Hey. Ja, komm her. Er ist nicht gefaced durch unsere Attacken. Wenn man Vierk einmal antippt, dann macht man diese Rolle. Wenn man Vierk gedrückt halt, während man sich bewegt, dann macht man diesen Sprint. Aber der scheint nicht so Bock zu haben zu kämpfen. Die Rolle ist aber gut, weil man währenddessen unverwundbar ist. Für eine ganz kurze Zeit. Hey, der ein paar erledigt, gut. Das sie, weiß man eigentlich. Aber das Schwert kommt auch einen sehr bekannt vor, oder? Und weg ist er. Hm. Sollte das denn? That guy. No. Why Woody? Riku? Are you okay, Sora?
Did you get him? No. He's gone. What? You lost him? Anyway, what now? I think that we better get rid of all the Heartless first. Oh ne, aber nicht so eine Diskussion. What was that? Come on, we better get off the mountain. Okay. Riku. The fuck you doing? Ja. Weiter. Was ist denn das? Was ist denn das für einer? Er ist dann schon längst da. Nicht gesehen, wie schnell er fliegt. Er kann drei Bildschirme auf einmal überqueren. Epic Stare Off. Der Blick von dem, ehrlich. Würde ich voll Schiss bekommen. Also das könnte er einfach prügeln mit seinem Blick. Einfach so seinen Blick in der Hand und dann verprügelt er einen. So. Rufen habe ich jetzt überhaupt. Ach ja, da war ja schon vorbei. Echt doof. So, wir gehen jetzt erstmal weiter. Auf zur Stadt. Und so. Fällt gerade ein. Welche Form wird ich aufhören? Eisenform, Heldenform, Limitform, Meisterform. Heldenform, komm. Meisterform können wir in der nächsten Welt gut aufleveln. Ich hinterlasse aber so viele Kugeln. Komm schon, ich liege ein paar Level jetzt zurück. Kann irgendwie nicht wahr sein. Das Ding müssen wir eigentlich erreichen können. Ups. Uff. Ja, hier hätten wir schön die Meisterform aufleveln können. So viele coole Mini hinterlassen. Aber ich weiß aber, wie man die auflevelt jetzt. Ganz billig. Bei ein Hollow Bash in diesem komischen Ball. Hey, für Erfahrung müssen wir hier kriegen. Da kommt. Ha, Edge, Alter. Edgy. Wow. Oh, was? Kommst du denn her? Ist ehrlich gesagt mehr so für den Luftkampf ausgelegt, kann das sein. Form. Ja, halt ihn fest, Profi. Boah. Schön für dich. Noch weiter leveln. Wie? Was ein auf Kreiseldreher. Da kommt nichts, okay.
Da kommt aber was, ne? Mein Gott. Mein Gott, ich wollte das Ding eigentlich. Ja, nicht. Großkotze hier. Was? Hier noch ein paar. Oder Cutscenes. Okay. Es ist noch nichts passiert. Sieh an. Ach hier. Wen haben wir denn da? Sie wird war nicht willkommen. Ganz im Gegenteil. Wir sind bloß froh, dass keiner von euch eine schwarze Kutte trägt. Ihr habt den gesehen? Ja, er ist im Palast. Was? Genau so. Habe ich mir erst gedacht. Es gibt irgendwie keine anderen Wege, die wir gehen können, ne? Aber meistens dann immer, der ist da und da. Wir sind noch Gegner. Wo ist? Die geile Erzosen. Okay, kein Ding. Oh, ich glaube, das wird ein bisschen nervig. Blitze, Konterwurf. Nein. War es auch schon so gut getan. Blöde ist, man kann nicht abwenden in dieser Form. Ja. Ich muss echt überlegen, den XP-Boost hier auszurüsten, weil ich komme voll oft in solche Situationen, habe ich das Gefühl. Überhaupt andere Viecher von vorher und die andere Farben. Ja Gott, Mulan, leg dich ab. Mein Gott, Schlitz, nein. So, haha, Abwehrkraft. So geführt, wer ich brauche. Zum Palast schnell, ja. Ton liegt auf schnell. Oh, eine Sekunde. 305, mein Gott, das ist noch viel. Boah, wie schnell wir uns jetzt bewegen können, ich finde das so geil. Probieren wir mal die letzte Fähigkeit bekommen. Ja, tun wir die Gesetze der Schwerkraft durchbrechen mit der Logik. Die wir eine glatte Säule hochklettern, die wahrscheinlich nirgendwo hinführt. Was zum Teufel sind wir, Spider-Man oder was? Spider-Sora. Da oben, da sieht man doch. Da oben mal geguckt. Da ist nichts. Das ist eine Decke. Wieso? Egal. Weil sie wollten ja die Szene aus dem Film nachempfinden, aber trotzdem. Manchmal ist er doch ganz schön abgegriffen. Hey, das ist mein Lieblingscharakter. Habe ich das schon gesagt? Der Typ hinter der Kutte da ist mein Lieblingscharakter. In Kingdom Hearts. Den schnappen wir uns jetzt. Wait. Riku? No, never heard of him. Er ist der Typ, der uns ganz am Anfang gequatscht hat. In die Organisation in Hollow Bastion aufgetaucht ist. Ey, den Typ ist die geilste Sau von allen.
Dazu später mehr. Jemand Heldenform gesagt? Ruf, oh nein! Oh Gott. Vor allem gegen die Viecher. Aber das wird nicht gut ausgehen. Mein Gott, ich greife das schneller an. Schafft man das? Oh nein, schafft man nicht. Warum muss das eigentlich immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten kommen? Oh mein Gott. Sieht schon wieder die Welt hier voll unnötig in die Länge. So, du, hi. Die Viecher nerven. Warte, da ist eine Cutscene. Ah, tut mein Rücken weh. Ich muss mir unbedingt einen neuen Stuhl kaufen irgendwann. Ja, die Viecher sind so typische Viecher, die man ohne Situationskommandos gar nicht richtig bekämpfen kann. Zieht gar nicht auf mich, Mann. Hey. Ah. Hey. Wie viel Schaden die anrichten. Wurf. Ich kann mich aus irgendeinem Grund teleportieren. Zack. Im Sinn von, wir hatten gerade so Haare gemacht, eine Krähe. So, mein Gott, die haben 6000 Erfahrungspunkte gegeben. Das ist aber krass. So, wohl doch nicht, Rico. Idiot, tut mir leid, Sora. Ich kann nicht für einen, ich kann nicht bleiben. Ich mache mir Sorgen wegen Shang. Stehe, weinen wir uns. Deine Gefühle sind mir egal. Was? Eure Majestät, Shang, etwas Furchtbares ist passiert. Wir haben ein riesiges Monster aus den Bergen heraus und auf die Stadt zu fliegen sehen. Ah, es ist also, wie der junge Mann sagte. Nicht wahr, auch Mann? Ja, Eure Majestät. Ein junger Fremder stattete uns vor nicht allzu langer Zeit einen Besuch ab. Der Hauptmann kämpfte mit dem Fremden, wurde jedoch überraschend schnell besiegt. Ich fühle mich entehrt. Schon dieser junge Mann war die Gestalt in Schwarz, über die mir berichtet wurde. Hat er sich vielleicht als Rico vorgestellt? Er nannte seinen Namen nicht. Er war ziemlich schroff. Schroff? Dann war es bestimmt Rico. Rico ist in der Organisation? Donnerwetter. Ja, Goofy tut natürlich alles analysieren direkt. Was wollte er hier? Ja, die waren. Ich sehe draußen nach. Und wir helfen mit. Hulan. Shang, beschütze den Kaiser. Mal schenken. Komm zurecht, wir sind eine starke Truppe. Aber sicher. Fürwahr, dem ist so. Solange ihr uns beschützt, müssen wir uns keine Sorgen machen. Beeilt euch! Gott wird ungeduldig. Okay, wupp, wupp. Ah, dicke Truhe! Boom. Palast. Truhe. Ein Ogerschild. Truhe. Ich habe nicht geöffnet, habe schon ein Ding bekommen. Truhe. Morikalkum. Morikalkum, meine ich. Boom. Verlorene Seite, habe ich mir irgendwie schon gedacht. Königinformel. Nochmal Abilitamin. So. Was ja sehr wichtig für euch ist, hier neue Sachen. Oh, mit einem Effekt sogar. Oberschild, sehr gut. Gehen wir raus, machen den Gegner und platten, schließen diese Welt ab. Schaffen wir locker jetzt noch, ne?
nebenbei auch einer der epischsten Kämpfe in diesem Spiel, der jetzt kommt. Ah. Den schnappen wir uns. Auf Form kann ich mich jetzt nicht verlassen, wenn jetzt schon die Antiform gleich kommt. Ja, gefühlt man bekommt auch da mehr Schaden, oder? Oh nein. Ja, ich hätte mich auch eigentlich schon in die Heldenform verwandeln können, ne? Vor dem Kampf meine ich. Bevor ein Kampf gegen diese Scharfschützen und Viecher. Wir sind jetzt auf dir, was machst du jetzt? Ich hab wieder so hart gehört. Verdammt. War natürlich wieder sehr gut, was ich gemacht habe. Wahrscheinlich gegen Magie, ja. Ja, unanfällig. Ja, bleiben. Ja, durch. Oh, das gibt's doch nicht. Boah, das gibt's doch nicht. Festhalten, ne? Wir sind ja auch was. Ich glaube nicht, dass ich dahin gezielt habe. Oh, tschüss. Ah, ich wusste es. Da viel zu wenig Schaden. Warte mal. Schade. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da hochkommen soll. Ich komme da nicht hoch, das ist ein Problem. Oh Mann. Ja, kann nicht benutzen, das ist ein Problem. Ja, war abgeblockt, Mann. Ich mach halt an, ey. Voll episch. So, aber jetzt genug. Boah, ich bin da eigentlich vor in letzter Zeit. Diesmal halte ich mich fest. Oh ja. Jetzt aber. Ich wäre immer so eine Credo. Oh. Ah, ich bin schon wieder hier oben. Oh Mann. Bist du denn? Was ist für ein Absender? Boff. Boff. Ich komme nämlich immer in die Antiform, oder? Oh. Oh. So, komm her. Bist du denn? Komm her. Dumm, 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 dumm. Awesome. Deine geilsten Situationskommandos.
mal da runter, bitte. Ja, ich wusste es. Den Angriff, den man glaube ich gar nicht ausweichen kann, oder? Obwohl, da ist der Angriff, den man voll einfach ausweichen kann. Ja. Oh, Mudamu, bist du? Das war so nah. Noch so fern. Ein. Ah, schon wieder weg. Ich hab doch festhalten gemacht. Verdammt. Verdammt. Ey, ich wusste, dass der hat Macht. Oh, sehr gut. So, sehr gut. Wie lange dauert das noch? Das Ding weg. Ah, verdammt. Jetzt aber. Ah, schon reicht das. Da komm schon, ich hätte so gerne mit der Heldenfunke geklaut. Awesome. Das war's für dich. Sehr gut. Wir haben Blitzreiz bekommen, merke ich gerade. 33 Minuten, die Welt von Mulan, kein Ding. Oh Gott, oh Gott. Mulan! Halt. Way to go. Das war zu knapp. Sucht euch ein Zimmer. Ja, okay. Geil. Haben wir China gerettet, schon wieder. Once again, you have served China well. It would please me to reward you. What is it that you wish? Well, you say a guy in black came to see you. What did he say? That is all you request? Yes. Nah. Dragons have crossed our land and left a great web of paths. These dragons wield much power, and they are the source of many gifts to both man and nature. But it would seem someone of evil intent disturbed one of our dragons and transformed it into what you call a heartless. It is my belief that this young man came to warn me of that danger. Then I could alert and prepare my troops. Ja, die haben voll was gemacht. Did you? I was about to,
but he told me the situation had changed. He said three wise guys had arrived, and they would take care of things. That's gotta be Riku. But what's he doing hanging out with Organization 13? No idea. But at least I finally know he's okay. That's good enough. Yeah, that's good. Now then, Famula, do you have a request? I'd like Shang. The captain. Yes, yes, my dear. What is it? Could the captain have a vacation, please? I hardly expected such humble requests. In this case, I'm afraid I must refuse. Captain Li's responsibility is to protect the Emperor. And yet, Mulan. Yes. Would you like to serve alongside him and protect me? What? Two reeds together are stronger than one. But the choice is yours alone. Thank you, Your Excellency. Was hat denn jetzt? Komm, wir umarmen uns. Nein, okay. Was? Das Land der Drachen. Ha. Ach, kommt gar nicht so ein Schlüsselloch-Szene-Dingen. Ich dachte. Gut, haben wir die erste Welt komplett abgeschlossen. Wenn man jetzt die Schatztruhen und so was alles hier von absieht. Und ja. Gut, ich sagen, wenn euch doch was gefallen hat, hinterlasst doch irgendwas so in Form eines Abos, Kommentars oder so. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.